Lol. Was? Dumm. Oh. Famous. Ja, wir sind cool. Kapitel beendet. Lol, obwohl wir noch nicht alle Dinge. You sure know how to make the best of a confusing and hopeless situation, but boy, this place is quite the enigma, wouldn't you say? I would. And you know, a little warning would have been nice. You know, before they threw us headfirst into this gladiatorial, prisony place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric which weaves together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know, whatever. Either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We gotta rescue our friends and get back to Mr. Boat. I mean, they'd do the same for you, and adventuring just wouldn't be the same without, I don't know, this guy. Best chef in all the land. Food so stupid delicious, one taste would blow your face through the back of your head. Like bang, splat! And who could forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home, and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely terrified of bats. And this lovely lass always tells the best bedtime stories, hands down. Plus, she always smells like chocolate, so that's good. And then there's this guy, and this handsome fellow, and that thing. All your best friends imprisoned, and they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Hattie, the best friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean, just this morning he gave everybody flowers and presents, and now he goes out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Hattie would never betray us. Betray us, never! Something fishy's going on here, and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, albeit fashionable, hat. Sure looks evil. I mean, it's glowing red and stuff. Glowy red stuff is always bad. Everybody knows that. So what dangerous treats lie in store as we continue to unravel this treacherous sweater? I don't know, but use caution as you continue your gallant endeavor. Don't like, fail and die and stuff, because it's all up to you now. What? Why did do that? That was scary. Geil. Ich mag den Humor. Der ist einfach Premium, der Humor. Dann wollen wir die anderen drei Level hier drin auch noch machen? Ja, oder? Ja, natürlich. Ah, ist einfach super, der Humor. Ey. Ohne Scheiß. Gefällt mir auf jeden Fall vom Humor her besser als Castle Crashers. Also es ist etwas... Ja, hat halt mehr Geschichte als Castle Crashers. Ja. Und die ist einfach nur schon strange. Was es ja gerade so witzig macht, dass die so ein bisschen abgedreht und strange ist. Ja. Castle Crasher war einfach nur der Humor. Achso, das sind Encores hier. Achso, die haben wir wahrscheinlich gerade gemacht, wa? Na dann. Dann gehen wir mal Kapitel 2. Ne? Wirklich durch. Kapitel 2, hoch und X. Achso, warte mal. Komm mal her. Komm mal her. Ah, ich kann dich, wenn du offen stehst, kann ich dich hochwerfen. Okay. Alles klar. Lasse ihn nicht im Stich, okay. Sowieso nicht. Schmeiß ihn nur manchmal ins Wasser. Oh ja. Wenn es weiter nichts ist, ne? Oh, it smells like beef stew in here. It's making me sick and hungry at the same time. Watch out for those spikes. Have you good. Ah, okay. Ach komm, ich nehme die Abkürzung. Boing. Hey. Warte mal, das ist gar nicht so dumm, glaube ich. Kann man da nicht. Ah, ich weiß, wo du lang musst, um davon zu kommen. Boing. Ja. Warum müssen eigentlich überall Spikes sein? Können wir das mal einer erklären? Oh, sorry. Ach, kacke, verkackt. Na, komm. Ah. Hä? Wie sollst du hier rüberkommen? Naja, klar. Toaster, ist das euer Ernst? Kämpfende Toast. Oh.
Oh, guck mal, der Braten hat uns. Getoastet hat er. Da komm ich direkt irgendwie Hunger. Warte, komm. Oh, Sandwich. Jetzt geh doch. Ich warte mal da oben kurz, ne? Bist du da durch diesen Ding? Kommt ist ja wunderbar. Der schießt hier irgendwas ab. Aua. Blöde Kanone. Ah! Ah, scheiße, da wollte ich eigentlich nicht dran. Naja. Hat den Wollknäuel haben wir nicht gekriegt. Ich hätte jetzt aber nicht gewusst, wie ich da wieder reinkomme. Oh, nee. Wie soll man denn hier drüber kommen, Alter? Einfach mit dem Ding, einfach draufstellen. Ach so! Oh. You're doing it wrong! You're doing it wrong, ja. Warum spring ich denn da nochmal runter? What the fuck? Was denn? Dezent, bekloppt. Na? Kannst auf jeden Fall nicht dauerhaft holen. Und? Nein. Ach du Scheiße. Da haben wir mal zwei Sachen vergessen, ey. Ja, wird bestimmt immer schwieriger zu finden. Ja. Hä? What the fuck? Ey. Ey, mit da oben war nur der Dings. Ach, lol. Wieso hat das denn nicht funktioniert mit dem Feuer, Digga? Ach, come on! Oh. Na, lol! Wow, das war knapp. Ah, warte mal. Ja, hab ich mir schon gedacht. Basti. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Oh, der doch. Oh Mann, hat er trotzdem geschafft. Nein, nein, nicht. Haha. Oh, ah. Wird definitiv komplizierter. Oh, ah. Jawoll! Ich bin zwar schon im Exit-Bereich, aber ich glaube, wir haben schon alle. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ich hätte jetzt mal vermutet, ja. Sind ja immer sieben Stück und so ein Knäuel. Oh, ja. Cool. Sehr schön.